So, willkommen zu AOS 1. Ja, jetzt ist die AOS-Reihe auf jeden Fall dran. Ich habe auf jeden Fall gerade eben schon Test gemacht. Ich bin ziemlich hoch gekommen, auf jeden Fall. 5 Minuten 20. Dürfte sogar ein bisschen noch schneller gehen. Ich bin mal sehr gespannt. Also, es ist ganz knapp. Würde ich sagen, schaffen wir das vielleicht unter 5 Minuten. Ganz knapp. Also, dritter Platz versuchen wir mal zu schlagen von Pain. Gut, fangen wir an. Potions natürlich. Am liebsten hätte ich eine Speed Potions, aber das ist halt das Problem, dass ich dann zu viele Potions anhab. So, das Schöne ist in dieser Dungeon, ich kann alle Kisten auch wieder auslassen. Und am Schluss mache ich die dann wieder auf. Okay, und go. Schraub mir fast jemand. Ja, ja. Moment. So, ich hoffe, das klappt auch alles mit den Quests, weil manchmal, wenn ich zu schnell drücke, nimmt er die Quest nicht richtig an. Oder gibt sie nicht richtig ab. Ja, ist ja gut. Ich meld mich nachher. Sollte mir mal angehören, irgendwie die Hintergrundprogramme mal auszumachen, wie Skype, TeamSpeak oder sowas. Alter, der nervt da jetzt übelst. Okay, das war jetzt ein bisschen fehl mit den Debuffs. Aber es geht schon. Dum, 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 dum. Wäre auf jeden Fall toll. Unter 5 Minuten wäre echt genial, ey. Aber das wird echt schwer. Okay, ich bin auf jeden Fall viel schneller als wieder Testrun, weil Elementor Netz wäre hier sonst eigentlich wieder ready gewesen. Ah, und Rip Kid Raid. So wie immer halt. So, der stirbt meistens vorher, bevor ich meine Synergies fertig habe. Okay, außer ich kritte nicht. So, BM mache ich hier aus dem Grund aus... Ich würde es zwar schaffen, bis zum Fisch hinzukommen mit der BM. Das Problem ist, zwischen dem Fisch und dem Endboss, da werde ich dann keine BM mehr haben. Aber alleine hier jetzt das Hin- und Herfahren, das kostet mich an die 50 Sekunden. Da würde Extend nicht mehr lang für den Endboss. Oh, das wird knapp unter 5 Minuten, das wird sehr knapp. Ah, das wird nichts unter 5 Minuten, das glaube ich nicht.
30 Sekunden für ihn. Und er bewegt sich natürlich. Beim Endrun, ne, muss er sich natürlich bewegen. Obwohl, er kann doch unter 5 Minuten was werden. Oh doch. Komm, schnell, 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 schnell. Ich habe jetzt nicht gesehen die Zeit. War eher fokussiert darauf, dass ich ganz schnell die Quest abgebe. Werden wir gleich sehen. So, ich fahre jetzt einmal noch zurück. Die eine Minute müsst ihr jetzt leider noch aushalten. Um natürlich noch so viele Kästen wie möglich zu öffnen. Was mich... Kann ich eigentlich die Quest hier jetzt noch machen? Geht das eigentlich auch noch? Weil Zeit habe ich ja genug. Mal sehen. Das geht. Umbra the Week, wo bist du? Ach, geht sogar. Ach, die Kiste taucht aber nicht auf. Okay, das ist natürlich RIP. Das wusste ich selber jetzt nicht. Machen wir die noch auf und das war's dann. Mehr Kisten kriege ich jetzt nicht. Also 4 Minuten und 45. Reicht das für Platz 1? 4 Minuten 45. Ah, okay, der Vorschilder, denke ich mal nicht, dass er ganz legit ist. Also, dass er ein Hacker ist. Vermute ich ganz stark. Vielleicht habe ich Glück, dass ich auf den ersten Platz komme oder nicht. Das ist immer so unterschiedlich. Wollen wir sehen. Das aktualisiert sich dann später. So, ich würde dann sagen, das war AOS 1. Nächste wird dann AOS 2 sein. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede mich von hier aus und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dahin. Ciao.